Ja, und da sind wir auch wieder zurück hier bei Postmortem One Must Die. Und da habe ich ja in der gestrigen Folge die Frage gestellt, wer soll denn bitte sterben? Und ja, ich habe euch ein bisschen mehr Zeit gelassen. Die Folge heute kommt später. Und so wie es aussieht, glaube ich, kam in der gestrigen Folge nichts, aber in der Folge davor stand, ich soll doch bitte Franz Kohl nehmen. Und an der Stelle will ich ein bisschen was erklären. Nämlich der Entwickler hat mich leider Gottes gebeten, das nicht zu zeigen, was passiert, wenn man jemanden aussucht, sondern es nur zu diskutieren. Ja, deswegen werden wir das jetzt ein bisschen ausführlicher machen, dass ihr das trotzdem nicht ganz umsonst alles angeschaut habt. Ich finde es ein bisschen schade, aber der Entwickler hat gesagt, ich soll bitte niemanden spoilern, der das danach noch selber spielen will. So, um diesen Good Franz Kohl hier evening. handelt es Should I bring sich. you a glass? So, ich muss jetzt gehen, genau. Nämlich, was wird denn passieren, wenn wir Franz Kohl tatsächlich umlegen? Der Franz Kohl ist ja der Diener von ihm hier. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie er heißt. Die letzte Aufnahme ist ewig lang her. Welcome. I do not believe we have Bills, met. Bill Selden. Eigentlich muss ich gehen, genau. Von diesem Selden ist der Kohl der Diener. Weil der Selden richtet das hier aus und das hier ist der Diener, der will uns ja eventuell was bringen. Also ist das der Diener von dem Selden. Wenn wir den jetzt umbringen, dann könnte es auf der einen Seite sein, dass der Selden so geschwächt ist einfach und das, ja, das praktisch nicht so verkraftet, dass der von seinem Amt zurücktritt und dadurch diese Old Agers einen Rückschlag erleiden müssen. Es könnte natürlich auch sein, dass sie einen Anschlag dahinter vermuten und deswegen die New Agers da ein bisschen, nee, Schmarrn, die Old Agers sind die anderen, dass die New Agers dann einen Rückschlag erhalten. Es könnte natürlich auch sein, dass sie dann einen Anschlag dahinter vermuten und dass deswegen die Old Agers da eben verdächtigt werden, ihn umgelegt zu haben. Und dass praktisch die Revolution vollkommen auch militärisch und so weiter zurückgeschlagen wird. Dass praktisch die andere Dame hier, wie heißt sie denn? So, wo bist du denn? Also, dass die Dame hier, die Olivia, glaube ich, hieß sie. Nein, das will ich nicht. Ich will das How hier. do you do? Ophelia Thatcher. Thatcher, nicht Thatcher. So, da gehen wir auch wieder. Ich wollte ja nur den Namen wissen. Ja, dass die praktisch überhaupt keine Chance mehr hat mit ihrem Widerstand, dass sie da wirklich nichts mehr machen kann und dass praktisch die New Agers gewonnen haben. Also, es könnte alles rauskommen, aber die Frage ist doch nicht, was könnte alles rauskommen, sondern die Frage ist, was denkt ihr, was kommt raus? Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten gesagt. Mir fällt eigentlich, ja doch, die dritte Möglichkeit ist halt, dass es genauso weitergeht, wie es davor auch war. Also entweder es stärkt die New Agers, wo der Selden auch dabei ist, entweder weil sie einen Anschlag dahinter vermuten von den Old Agers und deswegen härter dagegen vorgehen, oder aber weil sie ihn einfach stählt, dass er jetzt praktisch jemanden verloren hat, dass er dadurch noch stärker wird aus diesem Verlust. Zweite Möglichkeit, die Old Agers werden stärker, weil der Selden einfach nicht mehr kann, weil er den verloren hat. Ja, dass es praktisch ein Rückschlag ist für den Bill Selden. Und insgesamt halt den New Agers, dass sie dann den Kopf, ja, einen wichtigen Kopf dafür verlieren. Also nicht, weil der geköpft wird, sondern weil der sich zurückzieht. Dritte Möglichkeit, es passiert genau gar nichts. Der Selden schert sich nicht drum oder er lenkt sich ab, keine Ahnung. Also es interessiert ihn nicht, er kann sich davon ablenken. Er, keine Ahnung, schiebt den Frust in sich rein vielleicht. Ja, und das sind eigentlich die drei Möglichkeiten, die es gibt. Es hat einen Vorteil für die Old Agers, für die New Agers oder für keinen. So, jetzt bin ich aber wieder dabei zu sagen, was denkt denn ihr? Was für Auswirkungen hat es, wenn wir Franz Kohl töten würden? Ich soll ja leider nicht laut Entwickler, aber diskutieren können wir es ja immer noch. Ich finde es eigentlich ganz cool, wenn ihr das in den Kommentaren mal diskutieren würdet. Wenn ihr nicht wollt,
ja, macht eigentlich nichts, aber ich fände es wirklich, wirklich cool. Und wir sehen uns dann, nachdem ich mich natürlich bei euch fürs Zuschauen und für eure Geduld bei dem Let's Play bedankt habe jetzt. Ja, das Spiel war jetzt nicht ganz für ein Let's Play geeignet, leider. Aber, ja, das nächste Mal wird's bestimmt besser. Ich habe da noch einige Spiele in petto. Und ja, vielen Dank für eure Geduld und fürs Zuschauen. Und wir sehen uns hoffentlich morgen wieder beim nächsten Let's Play. Viel Spaß bei der Diskussion in den Kommentaren und bis dahin.